Partner in seine Wings. Listen to what the man said. Es ist 0:21 Uhr. Nordwestradio. Buchtipp. Und in dem Roman, den wir Ihnen heute vorstellen, geht es um einen jungen Schriftsteller, der auszieht, um die literarische Welt zu erobern. Schachbretttage heißt dieser Roman, geschrieben von Jörn Birkholz. Ein in Bremen lebender Autor ist das. Und gelesen hat ihn mein Kollege Hans-Heinrich Obruch. Wenn der Literaturbetrieb in Romanen auftaucht, dann geht es meistens um Eitelkeiten von Schriftstellern, von Verlegern und natürlich auch um das große Geschäft mit Bestsellern, um die Niederlagen der ewigen Talente und natürlich auch um das ganze große Haifischbecken, in dem sich all diese Menschen tummeln. Schönen guten Morgen, Hans-Heinrich. Anja, grüß dich. Geht's um all diese Dinge auch in diesem Roman? Ja, aber nicht jetzt in so einer gewichtigen und nicht in so einer übertrieben kritischen Form. Das fängt eigentlich nahezu spielerisch an. Ich war ganz verwirrt, als ich die ersten mal so 30, 40 Seiten gelesen habe. Da sind lauter kleine Dialoge, wo dieser Schriftsteller, dieser Ich-Erzähler, Benedikt Buchholz heißt er in dem Buch, so versuchte, Lesungen anzubieten. Also ruft bei Buchhändlern an und sagt, ich habe einen Roman geschrieben, möchte mal daraus vorlesen. Und bei Stadtbibliotheken und bei irgendwelchen Stadtmarketing-Einrichtungen. Und die, ja, die wiegeln ab oder versuchen, ihn in Gespräche zu verspinnen, die nichts weiter erbringen. Also ich habe so richtig was kennengelernt über diesen Literaturbetrieb, wenn man so als kleiner Schriftsteller anfängt, so ein bisschen Renommee sich zu besorgen und dann so richtig schrecklich scheitert. Er macht dann ein paar Lesungen vor 2 Leuten, 5 Leuten, 7 Leuten, also große Erfolge, wie man merkt. Und darüber wird geschrieben, auch dann natürlich auch um die ganzen Eitelkeiten und auch um die gekränkten Eitelkeiten eines solchen Schriftstellers. Nun, wenn du sagst, die ersten 30 Seiten, da warst du schon fast durch, weil gerade mal 136 sind es insgesamt. Würdest du sagen, das ist ein zu dünner Roman, zu wenig Seiten, um in die Tiefe gehen zu können? Naja, der will jetzt sicherlich nicht so das, wie heißt das, Opus Magnum irgendwie halt hier reservieren für sich, diesen Titel sicherlich nicht. Aber er bringt im Grunde genommen ein paar Kabarettnummern über den Literaturbetrieb, kleine Blitzlichter über das Leben eines Autoren, der auf Lesereise geht zum Beispiel. Anja, du hast es gerade auch erzählt, du hast ein Buch geschrieben und wirst auch auf Lesereise gehen, dann kennst du das sicherlich mit größerem Erfolg als hier, unser Protagonist. Aber wie er dann so wirklich so in so große Hotels kommt, wo er wirklich vollkommen missachtet wird, wo man sich nicht um ihn kümmert, wo er wirklich wenige Leute bei der Lesung hat. Also es wird sehr pointiert erzählt, sehr satirisch erzählt, auch mit Selbstironie. Und dann gibt es noch einen Kollegen, den er mal dabei hat, das ist Viktor, der liest für ihn die Zitate in diesem Roman, ein ziemlich oberflächlicher Lebenskünstler, der sich gerne betrinkt oder ja vielleicht auch aus Not trinkt, aber dann gibt es auf einmal eine Leiche und der Viktor, der verändert sich sichtbar, sondern auf einmal wird diese Kabarettnummer doch zu einem ganz anderen Roman. Und zu was für einem wird es dann, Krimi? Ja, es wird dann so zu einem Krimi, da ist dann meiner Meinung nach auch so ein bisschen der Schwachpunkt. Also ob das jetzt noch hätte sein müssen, dass es dort noch eine bombastische Wendung gibt, auch ein Spiel mit Erzählperspektiven und dergleichen mehr, das frage ich mich. Es ist schon ganz recht spannend, aber ich dachte mir irgendwie, es hätte auch gereicht, wenn man den alten Rhythmus, die alte Melodie dieses Romans beibehalten hätte. Da hätte man nicht noch so eine Pointe draufsetzen müssen. Aber es ist ganz interessant, kann ich natürlich jetzt nicht viel verraten, denn wenn es schon so ein bisschen Krimi ist auf den letzten 30, 40 Seiten, dann sollte ich natürlich hier nicht die Pointe preisgeben. Ich habe noch nicht so richtig rausgehört, ob es dir jetzt richtig gut gefallen hat. Pass auf, es ist so ein Buch, das mir über weite Strecken sehr gut gefallen hat, das zum Schluss ein bisschen zu heftig auf eine Schlusspointe hingiert, das aber durchaus als kleines Sittengemälde über den Literaturbetrieb Geltung hat. Fürs Wochenende eine sehr geeignete Lektüre, kann man schnell lesen, ist nicht einfach zu lesen, macht über weite Strecken Spaß, aber ist jetzt nicht das Buch, was man unbedingt gelesen haben muss. Sagt Hans-Heinrich Obruch über Schachbretttage, erschienen im Folio Verlag für 19,90 €. Vielen Dank. Gerne.